So, hallo und willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Stream. So, wir haben gestern genau hier an dieser Stelle aufgehört, Oberweg, und genau hier setzen wir auch wieder an. Curiosity sings in my veins. Oh, glorious spectacle of your demise. I will take you down. Das werden wir noch sehen. Erstmal in aller Ruhe meine Figuren positionieren. Step aside. The navigator is coming. If I may. Das hat gezogen. Das hat echt Aua getan. Also Aua gemacht, nicht Aua getan. Isn't this a job for the serfs? A betrayal within our ranks. Jawohl. 2 down. Also 3, 4 down. My ears are ringing. Smoke and gunfire. Ja, sie sieht ihn nicht. Schade. Let's see. Ah! Another one is shattered. As the Emperor commands, I act. I'll do it. Ja, hätte besser laufen können. Faith without deeds is worthless. Prayer. Sehr gut. Activate Calculus Fury Algorithm. Ja, ihr sieht die leider nicht. Be careful not to cross my gaze. The enemies of the Emperor will be undone. Doubt is for the weak. Also da nicht zu treffen, das ist hardcore. I know what is to come. As the tactical imperative dictates, running binary override. Calm damage. War ein langer Tag. I'm not accustomed to being ordered around. Ja, genau, der trifft alle. At your beck and call. The storm approaches. The Emperor can escape the Emperor's judgment. So, alle down. Nehmen wir alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Oh, 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 oh. We have new armor. Was sie? Nee, 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 geh mal zurück. Do you require an audience? Die kann es auch nicht, er kann es auch nicht. Nur sie kann die Rüstung ansetzen, okay. Aha, okay, jetzt wechselt nur die Farbe. Sieht aber schon ganz cool aus. So, Standardkettensäge 8, 10. Rüstungsdurchdringen plus 10. Papieren 10. Waffenfähigkeiten bei Treffern. Ja, ist besser. Die kriegt das neu. So. Er kriegt auch ein. Der Kollege hier kriegt einen Flammenwerfer. So, und dann haben die alle auch noch ein Level Up. Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Reaktiv. Okay, das nehmen wir. Flammenwaffen-Experte, weil der gerade einen Flammenwerfer gekriegt hat. Mit persönlicher Aufsicht. Warp-Westen. Probieren wir auf Xenos. Total verfallen und mit Athletik. Flinke Bewegung und Blink. Hier kriegt von mir Zähigkeit. Was haben wir bei ihr? Nehmen wir. Intelligenz. Boah, was ist denn los mit mir? Also will das geben, dass ich da runtergehe, ja? I am the rogue thread. Oh, geil. Sektor, Kronos, Ausdehnung. Region, Rykad System. Ort, Straßen in der Nähe des Raumhafens von Rykad Minoris. Material. Bericht basierend auf mündliche Aussagen von Wied. Aufzeichnungen auf Befehl von Truchses Vesarian im Archiv des Hauses Valentius abgelegt. Auf der Reise durch eine Welt, auf der ein ketzerischer Aufstand tobte, wurde der Lord Captain zufällig Zeuge eines unheiligen Rituals im Wartungsraum eines Aquädukts. Diese verlassene Nische entpuppte sich als Versammlungsort von Ketzern, die dort ihre düstere, profanen Rituale abhielten. Die große Gruppe von Rebellen stand reglos da, in geduldiger Erwartung, alle Blicke auf die Mitte des Raumes gerichtet. Niemand bewegt sich, nur das Murmeln, flüsternde Stimmen halten von den metallenen Wänden wieder. Der Lord Captain ließ den Blick kurz durch den Raum schweifen, um die Lage einzuschätzen. Sieht aber geil aus. Die Rebellen sahen unauffällig aus. Die trugen die zerschlissenen Lumpen niedersten Gesindels. Sprechen mit rauen Stimmen und hatten widerwärtige Gesichter. Was dem Lord Captain aber auffiel, war der Ausdruck merkwürdiger, fast düsterer Erwartung in ihren Augen. Das war keine Versammlung lauter Blasphemisten oder gelangweilter Taugenichtse. Nur gelegentlich tauschten sie kurze, unverständliche Bemerkungen aus. Sie standen reglos im Kreis und blickten auf das gewaltige Gebilde in der Mitte des Raumes. Klobige Stromtransformatoren, Kogitoren, Kisten und Vox-Transmitter belegten fast das gesamte Fläche, Vor diesen Vor diesem Hintergrund stach das Gebilde in der Mitte eigenartig hervor. Eine gewaltige Linse auf einem Gestell. Sie fing die dünnen Sonnenstrahlen ein, die durch die Schlitze in der Decke drangen und den halb erleuchteten Raum durchquerten. Boah, Alter! Das ist ja echt Bullshit zu lesen, mit oder ohne Brille. Oder ich kann nicht lesen, ich bin aber zu müde heute dafür. Achtsamkeit. Erfolgreich. Die verrosteten Fässer mit offensichtlich brennbarem Inhalt waren hinter den geschlossenen Reihen der Aufständischen zwar kaum zu sehen, doch dem scharfen Auge des Lord Captains waren sie nicht entgangen. Ein gezielter Schuss auf die Fässer würde die Zahl der Ketzer auf Rykad Minoris deutlich verringern. Wie auf Befehl einer düsteren, unsichtbaren Macht verstummten die Aufständischen und teilten sich mit einer einzigen Bewegung. Ein dickes, klebriges Schweigen legte sich über den Raum. Die Blicke der Ketzer waren auf ein metallisches Gebilde mit einer Linse darauf gerichtet, das in der Mitte eines Kreises aus schmelzenden Kerzen und Bücherstapeln emporragte. Der Boden war mit unheiligen Symbolen bemalt. Das Gebilde blitzte auf, als es von einem einzelnen Sonnenstrahl erleuchtet wurde. Das sieht auch geil aus, das Bild. Muss man einen Schluck trinken? Was es auch noch schwerer macht zu lesen, ist, ihr hört ja die Mucke gerade, ne? Ich habe das Ding volle Dröhnung auf den Ohren, während ich lese. Mal gucken, ob das halt jetzt ein bisschen einfacher ist. und so. Das Geräusch nackter Füße durchbrach die düstere Stille. Ein Mann trat aus den dicken Schatten. Er taumelte in den Kreis und fiel vor der gewaltigen Linse auf die Knie. Keine Sekunde war vergangen, ehe unzählige Rebellenhände die Schultern und Haare des gestürzten Mannes gepackt hatten. Denk daran, Kamerad! Der letzte Sonnenstrahl, den ihr erblickt, gehört nur euch. Ihr teilt ihn mit niemandem. Euer heilige letzte Dämmerung, rief die Stimme eines einzelnen Ketzers aus der stummen Menge, aus der stummen Menge, durch jemands Hände bewegt, dreht sich die Linse und ihre fokussierte Strahl labte sich an den Augen des Gefangenen. Okay. Labte sich in den Augen des Gefangenen. Ah. Also sie haben diese Linse, die wir von vorhin gesehen haben, gedreht, sodass die Sonnenstrahlen direkt in seine Augen strahlen, um ihn erblinden zu lassen. Denn wir haben ja auf dem Weg hierher, habt ihr gesehen, da liefen ja ein paar Männikigen rum, die wir nicht angreifen konnten oder die uns nicht beachtet haben. Und die waren alle blind. Es dröhnte echt übelst auf den Ohren. Der markerschütternde Schrei des Geblendeten ließ die Wände förmlich zittern. Die Rebellen waren derart von dem Ritual gebannt, dass sie die Fremde in der Mitte noch gar nicht bemerkt hatten. Der Lord Captain rüstete sich und... So, jetzt kommt's. Zerschoss, also, ne, ich rüste mich, oder der Captain, der ich bin, zerschoss die Warplinse und zerstörte damit ihren Charme, das Charme, okay. 2, jagt die Treibstofffässer in die Luft und lichtete damit die Reihen der Ketzer. 3, stürmte in den Kampf, um den Feind zu vernichten. Also eine Sache müsst ihr wissen. Ein wahrer Imperialist, ein wahrer Anhänger des Imperators, möchte sich immer beweisen. Der Imperator schätzt nur Stärke. In einer Welt, in der es nur Krieg gibt. Deshalb, wir stürmen voran und metzeln unsere Feinde nieder. Another annoyance. So. Ah, guckt euch das mal an. Die Mucke ist gerade geil, richtig geil. Die feiere ich gerade. So, jetzt sind wir erstmal dran. Wahrscheinlich sind die so blöd und treffen selber die ganzen Fässer. So, er ist dran. Victory is imminent. Kein Kommentar. Okay. I'll do it. Just a minor setback. Explorers know one route. Forward. The spiritual problem is favorable. Request approved. Do not dare ask. I have read tomes of military tactics. It will be done. One to a target. Me, if you insist, Lord Captain. Movement in the Empyrean. Was what an unfortunate turn of fate. Will do. Step by step, I lead. What if? Ja, kein großer Damage, aber immerhin getroffen. Da gibt es hier eine ganze Menge von denen. Ja, ganz verwandelt. I will do my duty. I took care of this one. Indeed. Rejoice in battle. Faith without deeds. Dass sie den nicht trifft. As the Emperor commands, I act. Doubt is for the weak. Examined. Yes, kids. Ja, die haben sich selbst getroffen. Isn't this a job for the serfs? Jawohl, das hat geklappt. Is this foreboding? No can do. Die ist zu weit vom Geschirr entfernt. A tactically sound approach. Wir haben ihn hierhin in diese Position gebracht, weil er eine Schrotflinte hat. Und ich hoffe, dass ich bis hierhin richtig viel Damage machen kann. It will be done. Jawohl. Einer down, paar schwer verletzt. Zweimal ihn getroffen, Alter. Die spinnt wohl. Battlefields are always drowned in scarlet. Me? It's duty. I am a navigator, not a servitor. Victory is imminent. So, mal sehen, wie dieser Fight hier ausgeht. Boah, den auch getroffen. Oh, lol. Das, was ihr jetzt hier seht, was ihr hört, das ist der Warp, weil ich halt ihre Fähigkeiten so viel benutzt habe. Seht ihr hier, steigt das Ganze. Wenn man das bis hierhin steigt, dann ist Ende Gelände. Lol, wieso hat er den nicht getroffen, sag mal? I'm afraid not. Alter, der ist schon wieder ausgewichen, der Penner. Not yet. Gibt's noch Gegner? Soll noch irgendwo einer sein? Ach, da! Jawohl, Deckung ist down. Renn, du Bastard! Oh, guckt euch das mal an. LOL! Alter, wie dämlich ist denn das? I woke up with a feeling of wonder, as if a field of flowers was blossoming nearby. So. A child was saved from death. Wow, 40. 1,000 heretics were burning alive, begging and sobbing and howling. War ein harter Kampf, aber verdient gewonnen. There. Nothing escapes my sight. See, right there. The Emperor favors me today. Pay attention. Never doubt me. Duty prevails. Nothing escapes my sight. The Emperor favors me. Ne, hier sind die Dinge, so könnt ihr halt die Fallen auch deaktivieren. I better myself through my service. This task should have been accomplished easily. Carry the Emperor's will as your torch. What lies beyond? So, da bin ich erstmal gespannt kurz, wie das Ganze ausschaut. Boah, keiner kann das tragen. Also schwere Rüstungsfertigkeit brauche ich dafür, okay. Schon krass aus. Ja, das sieht auch schon fett aus. Ja, die behält den. Dreißig und 35. Jo. Oh, my nerves are frayed. So, mal gucken, wo wir jetzt hier hingehen. still new to the art of exploring. One step at a time, amidst the madness. Never doubt me. Cast your eye down. Glorious spectacle of your demise. Your emperor won't save you. No. Oh, nee, ne? Boah! My faith shields me. I'll do it. Doubt is for the weak. Wow. None can escape the Emperor's judgment. As the Emperor commands. I may. Isn't this a job for the serfs? Was ein Strategie? Alter, ey, nicht zu treffen, das ist unglaublich. How dare you? As the tactical narrative dictates. Request approved. What is this foreboding? But of course. Jawohl, ihn habe ich nicht erwischt, sehr geil. So. Wer ist hier hinten? I've seen worse battles than this in my time. Indeed. Armamentum. Der ist down. As the Emperor commands, I act. Krass. 3. Also alles, was hier wäre, hätte ich den hier erwischt, hätte sie 4 gekillt auf einmal. Sehr gut, ausgewichen. Was? Wie kann der ausweichen, der Penner? Anything is. Myself with that. Through the smoke and gunfire. Follow my lead. I'd rather not. It will be done. I need your aegis, O Emperor. The enemies of the Emperor will be undone. Doubt is for the weak. I know what is to come. We'll do what the unfortunate turn of fate. Scheme within scheme. My ears are ringing. That gives us tried and tested tactics are the best ones. At your beck and call. Rejoice in battle! I'm not accustomed to being ordered around. Ach scheiße, die war hier hinten. Das habe ich übersehen. I've suffered worse. They who discern the future on the battlefield. Armamentum. Knapp. Boah, guckt euch das mal an. So, da kommt der nächste Fight. So wie es ausschaut, muss ich mich hier durchkämpfen. In this tapestry of a world, I am the rogue thread. We are the spearhead of the Imperium. Das sind eigentlich Verbrauchsgüter. The healing is much appreciated. Yeah, field medicine at its finest. Also heilt sie gar nicht weg, ne? Und das ist ein Bug? Oder keine Ahnung. So, liebe Leute, ich speichere genau an dieser Stelle und morgen Abend geht es genau an dieser Stelle weiter. Ich hoffe es, weil ich glaube, morgen Abend dürfte ich doch rechtzeitig online sein, ja. Bin auch gerade richtig übelst kaputt und müde, war halt ein sehr langer Tag, deshalb verzeiht mir, dass der Stream heute nur eine Stunde gedauert hat. Morgen werde ich versuchen, 2-3 Stunden zu streamen. Ansonsten machen wir das die Tage halt, wenn ich frei habe. So einen langen Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis morgen Abend. Ciao, ciao.